Es ist wirklich ein schöner Beruf, weil man irgendwo hinfliegt von einem Toll zum anderen und so, wo man sich so richtig frei fühlt. Das ist so schön, man fühlt sich frei. Ich bin der Marco Kostner. Als junger Mann habe ich Automechaniker gelernt. Ich bin der Gabriel Kostner. Eigentlich mein Beruf war Bildhauer, aber dann habe ich mich fürs Fliegen entschlossen. Wir hatten ja schon den Opa, der Fliegerpilot, der 1919 schon den Schein in Berlin gemacht hat. Und wir sind halt so eine Fliegerfamilie. Wir sind als junge Buben mal mit dem Drachen geflogen und Fliegen war einfach ein Traum. Und er ist ein bisschen älter wie er, hat mit den Drachen eigentlich umgefahren und das hat mich fasziniert. Dann bin ich halt oft mitgegangen. Dann habe ich 88 die Schulen gemacht und bin Pilot geworden. Habe dann in einer großen Firma gearbeitet als Pilot, Brandschutz in Sardinien, Brandschutz in Kampanien. Und da in Auster viel Transporte und schön langsam bin ich dann als Berufspilot in Südtirol tätig geworden. Und zum Schluss haben wir dann Gabriel und Tino eine kleine Firma aufgemacht. Wenn man fliegt, ich glaube, das ist ein Gefühl von Freiheit, weil man das macht und das genießt. Fliegen ist allem schön. Es ist Schönwetter ist, wenn es ist so schön, wenn Gewitter kommen und das ist irgendwie spannend, die unglaublichen Lichteinstrahlungen. Und ich sage allem oft einmal, müsste man ein Fotoapparat mithaben, weil man Situationen hat, die man dann nie wieder sieht. Sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici. 17, 18, tutto a posto. Ok, va bene. Hubschrauber fliegen ist sicher eine Übung. Manchmal mit schönem Wetter und kaum Wind und so ist eigentlich alles relativ leicht. Und wenn man dasselbe macht am nächsten Tag mit Wind oder mit Schlechtwetter oder so, dann wird es gleich viel, viel schwieriger. Und das Limit ist einfach, da, wo man sich noch sicher fühlt. Ja, Hüttenbelieferung. Früher haben die Bergführer vielleicht ein bisschen etwas mitgenommen. Mein Bruder, der Raphael, ist Bergführer. Mit ihm war ich einmal auf der Punta Penia, wenn ich klein war. Da haben sie mir ein paar Dosen in den Rucksack eingesteckt, weiß ich, und die habe ich mit geschleppt. Und dann hat der Wirt halt ein paar Dosen gekriegt. Und das war heutzutage sehr schwierig, weil einfach mehr Tourismus ist, mehr Leute. Logisch, mit einem Hubschrauber in 4 Minuten hat man 800, 900 Kilo oben. Und ja, es gibt viele Hitten. Sicherheit ist in der Fliegerei Thema Nummer 1. Und bei der Sicherheit sehe ich ganz viel in Prävention. Der Pilot muss das alles im Voraus sehen. Oder Rettung oder Abwehr, Materialtransporte, Personentransporte. Es gibt so viele Sachen, die so schnell kommen, weil bei der Fliegerei geht alles viel schneller. Und deswegen ist die Prävention so wichtig, dass alles im Kopf sich so abspielt, dass es sicher ist. Und man muss einfach im Voraus sehen, kann ich jetzt das machen? Ist das sicher? Perfekt, Angst ist immer dabei und das ist auch wichtig so, weil es gibt immer Momente, wo die Angst eine Alarmglocke ist und die musst du ganz frühzeitig wahrnehmen, bevor es zu spät ist. Wichtig ist entschlossen zu sein, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht mehr? Und die Entscheidung, die fällt ja in wenigen Sekunden. Jetzt ist der Nebel, wenn ich jetzt da reingehe, dann geht's noch oder tut's zu und dann bin ich im Nebel.
kommen gut aus und zusammen ist halt alles leichter. Wir reden auch viel miteinander, entscheiden viel miteinander. Wir fliegen selber und wir machen die ganze Bürokratie selber. Da hilft man sich gegenseitig aus, das ist toll und wichtig.